Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem YouTube-Kanal. Heute dreht sich alles um die Einführung ins Athletiktraining für Fußballer. Ihr habt es ja schon mitbekommen, ich habe eine YouTube-Videoreihe gestartet, damit ihr eure Performance auf dem Fußballspiel auf das sechste Level bringen könnt. Und dafür werde ich einmal in den nächsten Wochen Fußballprodukte, aber auch das Fußballtraining neben dem Platz für euch einmal alles strukturiert erklären. Heute gebe ich dir einen Überblick über die wesentlichen Fitnesskomponenten, die für Fußballer wichtig sind. Wir sprechen über die Bedeutung von Athletiktraining und warum es für den Erfolg auf dem Platz unverlässlich ist. Also bleibt dran, um mehr zu erfahren. Athletiktraining ist ein entscheidender Bestandteil für die Leistung eines Fußballers auf dem Fußballfeld. Es geht weit über das bloße Laufen und das Fußballtraining über den Platz hinaus. Durch gezieltes Athletiktraining verbesserst du nicht nur deine physischen Fähigkeiten, sondern auch deine Spielintelligenz und dein Verletzungsrisiko wird wirklich minimiert. Ein gut trainierter Körper kann besser mit den Anforderungen eines Spiels umgehen und hilft dir, dein volles Potenzial auszuschöpfen. In den nächsten Videos werden wir uns mit den Hauptkomponenten des Athletiktrainings beschäftigen. Stärke, Schnelligkeit und Ausdauer. Du erfährst, wie du mit gezielten Übungen Muskulatur aufbauen kannst, deine Reaktionszeit und Geschwindigkeit verbessern kannst und deine Ausdauer maximierst, um während des gesamten Fußballspiels auf dem höchsten Niveau zu performen. Fußball ist ein komplexer Sport, der wirklich mit sehr vielen physischen Anforderungen dahergeht. Stärke ist notwendig, um in Zweikämpfen beständig zu bleiben und Verletzungen vorzubeugen. Schnelligkeit ist ganz wichtig für Richtungswechsel, aber auch für Sprints. Ausdauer ermöglicht es dir, über die gesamte Spielzeit hinweg leistungsfähig zu bleiben. All diese Komponenten müssen in einem gut abgestimmten Trainingsprogramm, was individuell für dich angepasst werden muss, berücksichtigt werden, damit du auf dem Platz erfolgreich sein kannst. Deswegen werde ich hier auch in der Zukunft ein Trainingsprogramm offenlegen, was ihr perfekt anpassen und auch umsetzen könnt. Das war jetzt mal ein kurzer Überblick über das Athletiktraining für Fußballer. Ich hoffe, ich habe schon mal so ein bisschen eine Struktur offengelegt, damit ihr seht, was in den nächsten Wochen auf euch zukommt. Und wir werden wirklich auf die Punkte nochmal wirklich genauer drauf eingehen. In den kommenden Videos werden wir tief in jedes dieser Themen eintauchen und dir spezifische Übungen und Trainingspläne vorstellen, die dir helfen werden, deine Stärken auf dem Platz zu maximieren. Wenn dir das Video gefallen hat, gib dem Video doch einen Daumen nach oben und abonniere diesen Kanal, um keine der kommenden Episoden mehr zu verpassen. Stellt gerne meine Frage in die Kommentare, was ihr in der Zukunft unbedingt von Athletiktraining sehen wollt und was ihr unbedingt wissen wollt, damit ich das in den zukünftigen Videos auch mit einbinden kann. So, jetzt haben wir aber wirklich alles abgearbeitet und dann Leute, bis zum nächsten Mal und ciao.